So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Nia. Wir sind hier im Widerstandslager immer noch und müssen hier noch eine Quest annehmen vom Waffenhändler. Das sieht wirklich ziemlich hinüber aus. In der Tat. Und wie du dir vielleicht denken kannst, bin ich für die delikate Reparatur nicht gemacht. Wir helfen ihm einfach. Im Ernst? Das wäre eine große Hilfe. Sieht aus, als wäre das Wartungsgerät durchgebrannt. Er muss es überlastet haben. Ich schätze, 4 komplexe Apparaturen dürften für die Reparatur reichen. Irgendeine Idee, wo ich komplexe Apparaturen finde? Es heißt, in der Ruinenstadt gäbe es welche, allerdings soll es da auch vor aggressiven Maschinen nur so wimmeln. Machen wir trotzdem, weil wir es können. Und ich würde sagen, wir haben jetzt, glaube ich, alle Quests angenommen soweit. Hier ist noch eine Kiste. Schon mitnehmen. Haben wir sonst noch irgendwas? Da hinten ist auch noch eine. Item. Ich will mich mal kurz hier umgucken. Waren die nämlich noch gar nicht. Das ist hier die Notversorgung. Also quasi Krankenabteilung. Was haben wir hier noch? Ein Item. Kleines G-Glück. Alles klar. Ist auch noch was. Kleine Erholung ist immer gut. Sollen wir uns etwas ausruhen? Immer doch. In Ordnung. Ach, ist das schön. Jetzt kann es weitergehen. Weil er setzt sich erstmal überhaupt nicht hin. Nur ich. Und, wer bist du? Eine Jura-Soldatin? Es ist so entspannt, Musik zu hören, denkst du nicht? Ja, aber sowas von. Ich wusste es. Hier, nimm dies. Das ist, was man eine Jukebox nannte. Eine Maschine, die Musik spielt. Du kannst Musik darauf spielen, wenn du Schallplatten hast. Nutze sie, wie du möchtest. Geil. Jetzt können wir Musik hören. Welches Lied soll nicht abgespielt werden? Das ist ja mal geil. Abschnitt? Face of Light. Dynamisch. Mit Gesang. Geil. Das ist richtig geil. Ich glaube, das mache ich noch ein paar Mal. Das ist ja cool. Dann war es wieder weg. Verdammt. Und man kann sich da hinsetzen und die Musik hören. Das finde ich, da ist auch noch was. Das finde ich mega cool. Vor allem, weil man die Musik ist einfach mega geil. Da kannst du dich da hinsetzen und die richtig geile Musik hören. Boah. Das werde ich definitiv mal tun. Einfach mich da hinsetzen und Musik hören. Freue mich jetzt schon drauf. Zugriffspunkte, blablabla. Ja, okay. Das haben wir aber eigentlich schon die ganze Zeit gemacht mit den Zugriffspunkten. This must have been quite a city once upon a time. Too bad vegetation's claimed most of it now. Operator 60 to 2B. It is time for your regularly scheduled contact. This is 2B. Nothing to report. Good to hear. Say, how's the weather on Earth today? Good? It's fine. Does that question have anything to do with our operation? Not really. I just figured it might feel nice to have some good weather. Feeling nice has no bearing on completing missions. That is so like you, 2B. Anyway, talk to you later. Ist eine sehr nette Person. Aber wir müssen jetzt hier Materialien sammeln. Da war er weg. Schöner Counter. Jetzt aber. Nein, mich kriegst du nicht. Ich wollte auch noch zielen üben. Oh. Ich wollte dich doch gar nicht. Ich wollte den dicken. Was haben wir hier? Ein Zahnrad. Yay. Kreis. Okay, wir haben alles. Das ist super. Okay, that's everything the supply trader asked for. Man, these chores are a real pain in the butt, huh? The Resistance is a valuable ally to Yorha. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Yeah, yeah. T.
hier was? Ja, da ist was. Ach ja. Nein, es hat aber auch schon so einen typischen Gedankengang. Ich helfe den Leuten gerne. Vor allem, es ist ja eigentlich jetzt keine große Sache, die paar Mobs zu killen. Vor allem nicht für uns Androiden quasi. Da wäre es schlimmer, wenn wir jetzt hier irgendwelche Bosse killen müssten oder so für die. Das wäre ja wirklich ein, das wär ein Schmerz, ey. Da würde ich rekapitulieren, würde ich sagen, hier, nee. Mach ihn nicht. This is the place that weapons trader was talking about. Uh-oh. I'm picking up hostile machine life forms. Ja, der lief gerade schon auf mich zu. Das war ein schöner Counter in der Luft. Ah, okay, wir haben schon eins. Oh, hier liegt aber viel. Pflanzensaat. Und der nächste. Ah, zwei. Voll nicht übertrieben oder so. Schnapp mir mal den. Super. Hat nein, erst den schon? Ja. Nice. Nice, nice. Haben wir das auch schon erledigt? Plant life has claimed most of the central area. Big plants too. Report. Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans. Hmm. Wonder if there are any huge boars and such too. Fehlen immer noch Questgegenstände. Da liegt noch einer. Ah, jetzt haben wir alle. That should be enough. Let's get these back to the trader. Okay. Wir haben auch bestimmt wieder einiges zum Verkaufen jetzt da. Da vorne sind noch mal ein paar Maschinen. Oh, Stufe 3. Ah, daneben. Ich kann nicht zielen, tut mir leid. Aber was ich noch machen möchte ist... Commencing. Angeln! Ich meine, es ist sowas von meiner Lieblingsbeschäftigung. Aber nur im Spiel. Also in jeglichen Spielen. Ich gerne angeln. Weil wir haben so eine holographische Anlehnhilfe. Das ist voll cool. Unser Roboter geht für uns angeln. Wir müssen nur aufpassen. Gucken, was passiert. Die Hoffnung, es beißt mal einen Fisch an. Der Roboter stellt sich gerade einfach zu dumm an und treibt weiter flussabwärts. Na komm schon. Komm. Fischi, Fischi, Fisch. Mann, ich will auch Fisch mit nach Hause nehmen. Es zuckt immer mal einer dran. Aber es ist noch nicht das, was wir brauchen am Zucken. Ach, später weiter. Ich gehe nachher nochmal angeln. Oder wenn wir mal Zeit haben, wenn uns die Bosse und alles mal zu dumm sind, gehen wir angeln. Ist doch was Tolles. So. Noch ein bisschen Gold geholt. Wenn wir schon nicht angeln, den holen wir jetzt so Gold. Ich bin mal gespannt, was dann nach dem hier kommt. Ob wir dann irgendwie noch in eine neue Region kommen oder ob wir hier weiter irgendwelche Aufgaben machen müssen. Hey! Das dürfte reichen, um dein kaputtes Gerät zu reparieren. Na, sieh mal einer an, dann bin ich wohl wieder im Geschäft. Freut mich, das zu hören. In der Tat, schließlich stelle ich Waffen her, um meinen Freunden ein wenig Sicherheit zu bieten. Obwohl ich mich manchmal frage, ob meine Waffen meine Freunde nicht einfach schneller sterben lassen. Ach,
schon gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Schau einfach in Kürze wieder hier vorbei, ja? Dann sollte ich neue Ausrüstung für dich fertig haben. Das ist echt eine böse, böse Aussage. Weil es stimmt leider. Das muss man als Waffenhersteller und Händler immer eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ist voll gemein. Hey, du bist es. Ach, fast hätte ich es vergessen. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Ich möchte mich für deine Hilfe bedanken, dass ihr alles wieder seinen Gang geht. Hier also ein paar Verbesserungsmaterialien. Kristall, Tierfell. Ah, wir brauchen Kristall zum Verbessern. Möchtest du ausprobieren? Na klar. Huch, nein, ich will nicht kaufen. Ich will upgraden. Ach, wir brauchen Tierfälle und Kristalle zum Upgraden und rostige Klumpen. Oh. Verbeulte Platine, Titanlegierungen, defekte Kabel, Bernstein. Okay. Okay. Wollen wir noch was verkaufen? Ich muss dann auch noch etwas kaufen. Das heißt, wir brauchen das alles zum Upgraden. Aber das Baumgedöns brauchen wir bestimmt nicht zum Upgraden. Vielleicht müssen wir doch mal irgendwann noch angeln gehen und ein bisschen Geld ranscheffeln. Such mich auf, wann immer du Hilfe mit deinen Waffen brauchst. Geht klar. Doch zu dir? Hey, ich habe die Materialien gefunden. Das ist klasse. Jetzt kann ich mit den Upgrades anfangen und Sachen für euch anfertigen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Teile für die Reparatur deines Beines übrig bleiben. Ja, nein. Warum sagst du uns nicht, was hier wirklich gespielt wird? Tja, mein linkes Bein ist völlig hinüber und mein linkes Bein ist genau jenes, das noch original ist. Ich habe meinen alten Körper während des Krieges schon hunderte Male repariert. Ich habe alle möglichen Teile schon so oft ausgetauscht, dass ich es mir nicht einmal mehr merken kann. Aber dieses Bein, dieses linke Bein, das ist völlig unangetastet. Wenn ich also ersetze, was passiert dann? Ich meine, wäre ich dann immer noch ich? Oder wäre ich nur... Egal, das ist mein Problem. Wollte euch nicht damit belästigen. Ich sollte bald noch mehr Ware bekommen, also schaut vorbei, wenn ihr könnt. Bernstein, Erholung, geil. Ich will aber sowieso mal noch ein bisschen Erholung kaufen. Weil wir haben voll wenig davon. Und wir haben gerade ein bisschen Geld. Kaufen wir mal ein bisschen was. Ich muss gerade rechnen. Ne. Ach, scheiß drauf, wir kaufen einfach 20 so. Oh. Haben wir das fertig? So, was möchtest du von uns? Ach, hey, ich habe tatsächlich auch eine Bitte an euch. In letzter Zeit gab es viele Berichte über gefährliche Maschinen, die in der Wüste aufkreuzen. Das ist sehr ungewöhnlich. Daher könnte das ein Hinweis auf eine größere Sache sein. Oh, ich will nicht. Tja, ich habe gehört, dass ihr Jora-Typen ganz gut darin seid, Dinge zu untersuchen. Was sage ich jetzt? Jora-Ha? Oder ist das jetzt Jora? Das ist... Irgendwie verwirrt mich diese Aussprache. Meint ihr also, ihr könnt euch diese Durcheinander einmal für mich ansehen? Na klar. Ab in die Wüste. Danke, ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ich werde unsere Verbündeten in der Wüste sagen, dass ihr kommt. Aber seid vorsichtig da draußen, okay? Ja klar. Klar, wir sind doch immer vorsichtig. Wir sind doch die Vorsichtigkeit in Person, deswegen speichere ich jetzt auch nochmal. Schnell speichern. So, da hinten liegt noch was. Ah, das ist so eine scheiß Truhe, die ich eh nicht aufkriege. Na danke. Na danke hoch. Die will ich nicht. Pod 042 to Operator. Coordinates confirmed for location specified by Resistance Leader. Understood, 042. Placing marker on target. The desert heat is going to make resupply efforts difficult, 2B. Please make sure you're ready before you go. Ja, ich habe extra nochmal Erholung gekauft. Ich bin sowas von ready. Ich hoffe, ich werde niemals mitsingen bei diesen Liedern. Ein Lied kann ich schon fast auswendig. Oh Gott. Echt, das Coole ist, ich habe halt auch mal rausgefunden, weil man braucht eine Weile, ehe man die ganzen Lyrics findet.
dass das ja eigentlich wirklich eine eigene Sprache ist. Das ist ja wirklich, angeblich, soweit ich gelesen habe, eine selbst erstellte Sprache. Weil ich immer gewundert habe, hey, was ist denn das bitte für eine Sprache? Und dann finde ich so raus, das ist eine eigene. Ich denke mir so, geil. Kannst du ja lange nach einer Übersetzung oder so suchen. Und voll nein, ich möchte auch sowas Cooles machen können. Und hier haben wir noch einen Stützpunkt. Haben wir gemacht. Nochmal speichern. E-Mails lesen. Oh, Commander, verlorene Ausrüstung. Ich wollte dir von deinem letzten Einsatz noch etwas sagen. Laut unserem Analyseteam ist die Ausrüstung, die beim Einbrechen in der verlassenen Fabrik verloren ging, noch immer dort. Ich habe hier voraus, dass sie die Position markiert. Es wäre toll, wenn du sie bei deinem nächsten Besuch holen könntest. Das wäre alles, die Kommandantin. Kurz und knapp. Serververwalter, diese Nachricht dient der Verifizierung deines E-Mail-Kontos. Mitglieder, die Probleme mit dem E-Mail-System haben, sollten so schnell wie möglich ihren Vorgesetzten kontaktieren. IT-Abteilung, Leiter der Servertechniker. Super. Hoffentlich. Map data obtained from bunker. Data may be displayed from the system menu. Map data, huh? It's hard to get an accurate picture from this. Our satellite resolution isn't so hot. Hopefully they deploy some new satellites soon. A general idea is good enough. You don't let anything get in your way, do you? Ja. Ich bin eine One-Woman-Army, Mensch. Was denkst du denn? Da leuchtet's, meins. Schleichen uns einfach immer an allen Feinden vorbei. Ich brauche eigentlich das Leveling. Das ist das Problem. Welches Level bist denn du? Los, sprich. Kommt auch noch der zweite. Och, geht auch kacken. Level 7? Okay, wir brauchen unbedingt ein Level Up. Ha! Ich hab nur darauf gewartet, dass du angreifst, mein Lieber. So, immer noch kein Level Up. Ich vermisse eine Anzeige der EP-Leiste. Ist halt wirklich so. Ich hoffe, dass unsere Erholungen ausreichen werden. Das hoffe ich wirklich. Oh, ich liebe das. Wie einfach die Musik so relativ unauffällig einfach so ausfadet, so halt, ne? Einfach dieser Übergang, der ist so gut gemacht. Von dynamisch in was Ruhiges. You're from Yorha, right? So geil. I've heard about you guys. Yorha. We've got a squad mate waiting in a rocky stretch up ahead. Head on over. Just remember that there's nowhere to resupply out there. If you need anything, best to take care of it here while you can. What can I help you with? Ich hab schon alles, also noch mehr kaufe ich nicht. Da müsste ich ja stundenlang angeln gehen, um hoffentlich die Fische dann zu verkaufen. Das wäre ja total bescheuert. Genau das meine ich, dieser nahtlose Übergang eigentlich. Das ist so eine krasse Atmosphäre, die das schafft. The Council of Humanity has a message for all of our brave androids fighting on the surface. Currently, was bist du denn? Our struggle against the machine life forms is at a stalemate. Geil. This battle has raged for far too long. I am sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Remember that several hundred thousand humans on the moon want nothing more than to return to Earth. Glory to mankind. Those council broadcasts are always so stiff. Kommt man da hoch? Ach, das sind nur E-Mail. Mail notification received from access point. Kommt man denn da hoch? Oben ist nämlich noch was. Da ist eine Kiste, wie kommt man da hoch? Auch Flügel.
Wieder hoch. Kommt man nämlich auch nicht rein, oder? Nee. Kommt man da hoch? Voll der Kranichsprung hier. Eigentlich würde ich ja schon gerne da hoch, ne? Aber irgendwie komme ich da nicht hoch. Wie gesagt, nein. Wir stellen eine Kiste hin und du kommst nicht ran. Das war voll unfair, die haben gar keine Arme. Die wehren sich auch gar nicht. Das ist ja voll gemein eigentlich. Das ist richtig gemein. Folgt ihr uns? Ach, da hinten liegt noch was. Geht halt überall lang. Und ich will schon wieder überall hin was einsammeln. Das ist schlimm. Zerrissenes Buch. Geht's denn eigentlich hier hin? Bin ich neugierig. Ist eine Höhle? Sollten wir erstmal zu dem Punkt gehen. Ist das ein Tor? Okay. Ich gehe erstmal zu dem Punkt da drüben. Nicht, dass wir hier schon irgendwie weitergehen, als wir sollen. Da waren wir gerade. Oh, der kann ja angreifen. Ist auch immer geil, wenn du einen Counter machst und der ist gar nicht in deiner Fähigkeit drin. Ah, Last Hit. Meiner. Oh, wieder die Armlosen. Ich kann aber gut klettern. Na komm. Stand halt einfach bescheuert da. Die wehren sich halt null. Können es halt auch nicht. Kann man eine schöne Kombination an denen ausprobieren. So, kommen wir in das Haus? Irgendwo müssen wir auch mal rauf. Ach ja, hier dürfen wir drauf. Oh, hier sind sogar mal Gegner, die eine Herausforderung sein könnten. Irgendeiner schießt hier. Der. So, haben wir jetzt alle? Oben ist noch was. Trepp. So. 200 Gold. Hat sich voll gelohnt. Irgendwas humpelt hier noch. Das sind die hier links neben uns. Huch. Neue Stufe. Yay. Ist das, was ich wollte. Weil die sind alle schon so Level 8 und so. Das ist voll gruselig. Ich war Stufe 5. Hat mir ein bisschen Angst gemacht. Hat mich für was die Pipelines hier gedacht sind. Oder waren. Für Wassertransport oder so. Hi. Hey. Our leader told me all about you. Name's Jackass. Nice to meet you. I hear you're planning to take out all the machines in the desert. Guess that means we need to get that entrance open. Looks like it. So, Jack... Ass, was it? What are you doing all the way out here? Hmm? Oh, that? Well... Wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to be a hero, all right? Aber ich spiel so gern den Helden. Sind ja die Heldin, ne? Das wäre schon. Doch, mache ich gerne. Viel zu gerne.